Obwohl wir den Angriff des Barons abgewehrt haben, sitzen wir in der Wüste fest, bis wir genug Brennstoff haben. Während die anderen also die Aurora zur Abfahrt bereit machen, müssen Jule, Damir und ich uns ins Ölterminal schleichen und einen ganzen Kesselwagen voll Diesel stehlen. Das Tor müssen wir von innen öffnen, damit unsere Leute den Waggon und die Motordraisine anhängen und herausrollen können, bevor die Leute vom Baron es bemerken. Jule und Damir werden am Terminal auf mich warten. Genau so ist das. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Me Tour Exodus. Ja, heute geht's weiter. Ich glaube, das mit dem Wagen haben wir tatsächlich schon erledigt. Wo wir die Gegner da rausgesnackt haben. Ist das mit den Sklaven und so. Ja, heute geht's weiter, liebe Leute. Heute geht's weiter. Auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie sollte wie mit der Story weitergeht. Ja, natürlich wieder, ihr kennt das. Ja, gut, dass das Spiel nur so ein bisschen paar Ladezeiten hat. Ich werde auch nur Kurzfolgen wieder raushauen, weil ich jetzt, wie gesagt, auch wieder weg bin am Wochenende, also 4 Tage weg. Das heißt, ich will auf jeden Fall euch ein bisschen was bringen an Content. Das ist klar. Na komm, gib mir, was ich will. Ich wollte gerade sagen, schnell wieder losgehen, aber noch nicht wirklich. Aber jetzt. Auf geht's mit der Story bei Metro Exodus. Ah, das geht noch. Also wir müssen also tatsächlich da uns hin drin. Okay. Habe ich aber Munition? Ja, da habe ich ein bisschen Munition drauf. Wunderbar. Und da auch. Okay. So, jetzt nochmal nachladen. Okay. Will der jetzt dahin? Will der jetzt denn dahin schicken? Wenn man da wirklich hin, ne? Komm ich da wie weiter? Komm ich da wie hoch? Oh Gott. So, na gucken wir uns das mal an.
dann sind wir doch in die richtige Richtung unterwegs. So, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen umgucken. Ein bisschen aufpassen vor allen Dingen. Ich vermute, dass wir dorthin müssen. Das ist so eine dunkle Vermutung. Dass wir da nämlich den Kesselwagen holen müssen. Wie gesagt, ich werde hier auch nur eine Viertelstunde machen. 10 bis 15 Minuten machen. Werde ich halt, wie gesagt, in circa 6 bis 7 Folgen hintereinander vorbereiten. Oh, oh. Okay. Scheiße. Wo ist es da vorne? Ist ein Kesselwagen. Kriegen wir den da hin? Nee. Ist das der? Also wir haben jetzt noch keine Gegner vor uns. Toi, 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 dass das bitte so bleibt. Artyom, wir sind hier. Wo? Also es ist nett, dass ihr schon... Kesselwagen! Artyom! Ah, perfekt, die sind da vorne. Ja, wunderbar, das sind unsere Leute. Oh, wir warten auf dich. Ja, alter Mann, ist kein D-Zug. Moin. So, und nun? Artyom, wir haben uns umgesehen. Das Haupttor wird nur von einer Rumpftruppe bewacht. Du kannst nicht durch das Tor gehen. Gehe durch das Gefängnis unter der Erde, wo die Munai Baila die Sklaven halten. Ja, der Plan ist auf jeden Fall wie folgt. Gyul und ich werden versuchen, ihre Wachen heimlich auszuschalten und durchs Tor zu kommen. Wenn es nicht heimlich klappt, dann werden wir sie zumindest ablenken, während du durch den Untergrund eindringst. Hey, natürlich. Auf geht's. Wir gehen mit dir. Das ist gut, dass er mit mir geht. Nicht trödeln! Der geht immer vor, bitte. Ah, hier geht da lang, okay. Um einen Gefallen möchte ich dich bitten. Wenn möglich, töte keine Einheimischen. Sie sind keine... Sie gehorchen nur den Munai Baila und dem Baron. Sie haben Angst. Das ist alles. Ja, gut. Und yippee-yay. Gyul hat recht, was die Einheimischen betrifft. Das ist die Stelle. Das und hier sind noch Kinder, die schon lange einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Und hier muss ich jetzt durch, oder was? Deshalb sollten wir mit ihnen Erbarmen haben. Ein Gitter also? Dann lasst uns loslegen. Ja, und ich bin wieder ohne Ende. Na super, es ist... In Ordnung. Ich hebe es an und du schlüpfst durch. Na dann, hab Bock. Na los, die Scheiße ist echt schwer! Oh, großartig. Wir treffen uns da oben. Jo. Und was auch immer... Alter. Was auch immer die Dinger da umgebracht hat, das wird wahrscheinlich alles anders einfach werden. Nicht nützlich. Niemand gehen, niemand dumm. Wir hier stehen den ganzen Tag sinnlos. Besser jagen gehen, dummen Finden zu Sklave machen. Mehr nützlich so. Alter, was geht hier ab? Das ist ein Feind. Schnauze. Um
Nein, nicht hergekommen, um euch zu töten, sondern hergekommen, um euch zu befreien. Ich nur Sklave, Lichtkrieger! Keine Waffe, keine Kraft, bitte! Licht schießen! Hergekommen, um uns zu töten! Uns alle zu töten! Nein, 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 nein! Alles gut, ich werde euch Einheimischen überhaupt nichts tun. Scheißköter. Das wir ohne bisher hoffentlich ohne Probleme durchkommen. Meinst du? Komm, du brauchst dich. Nein. Hund, laufen, schnell, du Scheiße! Warum stehen? So, der ist tot. Das ist einer, der irgendwie da rumchillt. Oder vielleicht sogar tot ist, man weiß es nicht. Genau, töten, töten. Das war knapp. Alter Verwalter, das war scheiße knapp auf einmal. Gut. Ich werde die Munitionswaffe mal wieder tauschen. Weil irgendwie ist die nicht zu sich das, was ich gerne hätte. Das ist ein Freund. Okay. Ich werde garantiert nicht alle töten. Ich werde nur die Feinde töten und nicht euch. Ich alles machen. Alles. So. Gut. Ich schleiche mich hier gerade mal ein bisschen durch. Gepanzertes Arschloch wieder. Samir, Artyom, Miller hier. Die Aurora ist bereit zur Abfahrt. Wie ist die Lage? Ende. Da waren mehr Feinde als erwartet. Wo kommst du denn her? So. Und was da oben passiert, das erfahren wir im nächsten Part bei Let's Play Metro Exodus.